Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf dem Optionsstrategien-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute geht es um eine Frage, die ich von einem Coaching-Kunde erhalten habe. Und zwar geht es da um die Größe des Kontos beim Einstieg. Und was das mit einem 500 PS Ferrari zu tun hat, das klären wir jetzt im Video. Also, ich habe folgende Frage bekommen und ich lese die euch einfach mal vor. Und zwar, hallo Jens, ich würde gerne wissen, was du empfiehlst, wenn man zwar das Geld hat, um ein etwas größeres Konto einrichten zu können, doch totaler Anfänger ist und Angst hat, das Geld zu verlieren. Besser dann doch nur 5.000 bis 10.000 ins Tradingkonto einzahlen und Aktienoptionen handeln oder besser mehr einzahlen und doch schon auf Future-Optionen handeln. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und es ist ja eine Frage, die sehr viele betrifft und deswegen wollen wir der mal auf den Grund gehen. Es ist ja oft so, dass wir Kunden haben, die durchaus ein bisschen mehr Geld haben, also die eben nicht nur 5.000 Euro haben, sondern auch mal 25 oder 50 oder 100 oder noch darüber. Und da stellt sich natürlich am Anfang sehr häufig die Frage, was mache ich denn? Handle ich gleich die richtige, in Anführungszeichen, richtige Positionsgröße? Oder aber fange ich mit kleinen Stückzahlen an? Und das hier geht ja sogar noch ein bisschen weiter. Soll ich denn überhaupt mein ganzes Geld aufs Tradingkonto einzahlen oder nicht? So, und jetzt kommen wir mal zu dem 500 PS Ferrari. Stellt euch Folgendes vor, ihr seid gerade mit der Fahrschule fertig geworden und ihr könnt jetzt euch über die Straße bewegen, aber so ganz sicher seid ihr auch noch nicht. Und ihr hättet jetzt die Auswahl zwischen einem Ferrari, wenn es euch besser gefällt, nehmt lieber in eurer Vorstellung lieber einen Lamborghini, einen Porsche, einen Mercedes, was auch immer. Aber ihr habt auf jeden Fall ein tolles Auto, aber eben mit richtig viel PS, 500 PS. Und auf der anderen Seite habt ihr ein Auto mit deutlich weniger PS. So, und jetzt überlegt ihr, mit was soll ich denn am Anfang fahren? Ihr habt noch ein bisschen Respekt und sagt, naja, so ein Auto mit wahnsinnig viel PS über die Straße zu bewegen, das ist, fühle ich mich noch ein bisschen unwohl. Kann ich denn jetzt aber nicht hergehen und kann dieses Auto vielleicht einfach nur langsam fahren? Kann ich den Ferrari nicht einfach nur bis in den dritten Gang fahren? Fahre ich einfach auf der Autobahn nur 120 oder so? Oder ist es besser zu sagen, naja, ich nehme erstmal das etwas kleinere Auto, bei dem ich prinzipiell nicht schneller fahren kann? So, und jeder wird anhand dieser kleinen Story sehen, es macht natürlich keinen Sinn, wenn man sagt, ich sitze in so einem tollen Sportwagen und fahre den nur bis in den dritten Gang oder schleiche dann mit 120 über die Autobahn. Wenn wir das mal aufs Trading übertragen, auf den Optionshandel, auf jede Art von Handel, dann ist es aber natürlich so, wenn ihr ein Konto habt, was vielleicht 100.000 Euro groß ist und ihr sagt, naja gut, ich tue mal so, als wären es nur 5.000, dann lauert da eine Gefahr darin, nämlich, dass ihr sagt, okay, ich tue einfach mal so, als wären es nur 5.000 und jetzt fange ich mal an, nur eine Option zu traden, okay? Egal, ob das jetzt Aktienoptionen sind oder Future-Optionen, das spielt erstmal keine Rolle, aber ihr macht eine ganz, ganz kleine Positionsgröße und weil er einfach sagt, okay, wenn ich halt Fehler mache, dann verliere ich eben nur 50 Dollar pro Trade, was dann eben nicht viel ausmacht. Das Problem ist jetzt aber Folgendes, wenn ihr 100.000 Euro auf diesem Konto habt und tut so, als hättet ihr nur 5.000 und ihr verliert jetzt 50 Euro, dann habt ihr halt immer noch 99.950 auf dem Konto. Und das sieht, wenn man da drauf schaut, relativ normal aus. Das heißt, da hat sich nichts geändert. Ne? Naja gut, komm, 50 Euro. Wenn ihr ein 5.000 Euro Konto habt und da gehen 5.000 weg, dann habt ihr 4.950. Das ist vom absoluten Betrag her genau der gleiche Verlust wie in dem 100.000er Konto. Aber es sieht anders aus. Und ihr habt vor allen Dingen Folgendes. Wir wissen doch, dass Trading an sich eine relativ simple Geschichte ist. Das Schwierige, das ist das Ding, was zwischen unseren beiden Ohren sitzt, nämlich unser Kopf. Das heißt, wir neigen gern mal dazu, Dinge zu tun, die wir eigentlich gar nicht tun sollten. Und jetzt kommt einfach der Punkt. Wenn ihr ein kleines Konto habt, seid ihr oftmals gar nicht in der Lage, diese verrückten Dinge zu tun. Das heißt, ihr könnt gar nicht hergehen, könnt gleichzeitig 6, 7, 8, 9 Positionen handeln, für die ihr als Anfänger einfach noch nicht bereit seid. Und deswegen beantworte ich die Frage, ist es besser, nur ein kleines Konto zu machen und den Rest erstmal auf einem anderen Konto zu lassen oder lieber gleich alles drauf zu tun, würde ich immer sagen, fangt mit dem kleinen Konto an. Überweist euch 5.000 oder 10.000 Euro auf euer Trading-Konto, handelt dann damit und tut dann auch, oder beziehungsweise sagt auch gar nicht erst, naja, ich habe ja in der Hinterhand noch 100.000. Nein,
handelt dieses kleine Konto, zahlt euch auch nichts ein und zahlt erst dann wieder Geld auf dieses Konto ein, wenn ihr mit diesem kleinen Konto profitabel seid. Weil es gibt viele Leute, die glauben, habe ich selber schon erlebt, in Gesprächen, dass jemand gesagt hat, naja, ich habe jetzt ein Konto gehabt, da habe ich nur 5.000 Euro eingezahlt, das habe ich jetzt zerlegt, ne? Da sind bloß noch 2.000 da, macht nichts, zahle ich nochmal 3.000 ein, habe ich wieder 5.000, dann haben sie es wieder zerlegt und dann haben sie gesagt, naja, mit so einem kleinen Konto kann ich einfach nicht handeln, jetzt zahle ich mal 100.000 ein. Und was glaubt ihr, was passiert, wenn man dieses kleine Konto zweimal zerlegt hat, wenn man dann plötzlich ein großes draus macht? Dieser Spruch, ein großes Konto ist leichter zu handeln, das ist totaler Blödsinn. Wer ein kleines Konto nicht in den Gewinn bringt, der kriegt auch ein großes Konto nicht in den Gewinn. Im Gegenteil, es ist sogar so, dass man mit dem großen Konto vielleicht sogar noch schneller Geld verliert, weil man einfach mehr Möglichkeiten hat, finanzielle Möglichkeiten, Fehler zu machen. Deswegen, macht das wirklich am Anfang so, zahlt nur so viel ein, wie ihr euch am Anfang persönlich zutraut, macht kleine Positionen. Es geht nicht darum, zu Beginn viel Geld zu verdienen. Am Anfang geht es darum, das Handwerk zu erlernen, ne? Also das heißt, das Auto sicher zu bewegen. Um noch mal auf unsere kleine Analogie mit dem Ferrari zu kommen, fahrt halt mal 5.000, 10.000 Kilometer mit dem kleineren, PS-ärmeren Auto, bis ihr euch sicher bewegen könnt, bis ihr sagt, okay, ich habe ein gutes Gefühl und dann steigt langsam in das tolle Sportauto um und im Trading, dann zahlt ihr eben das in euer Konto ein. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, wie waren denn eure Erfahrungen? Wie habt ihr angefangen? Also diejenigen, die schon länger dabei sind, habt ihr mit einem kleinen Konto angefangen? Habt ihr mit einem größeren Konto angefangen? Wie habt ihr das gemacht? Und wenn ihr selbst noch ganz am Anfang seid, egal ob im Optionshandel oder im Börsenhandel, wie macht ihr denn das? Habt ihr mit dem kleinen Konto gestartet oder habt ihr gesagt, ich würde schon gerne ein bisschen mehr machen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich freue mich über eure Beiträge und ich greife die dann auch gerne hier wieder in neuen Videos auf. Teilt das Video, bewertet das Video, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg, egal ob mit großen oder kleinen Konten. Denkt immer dran, Trading ist keine Wissenschaft, sondern ein erlernbares Handwerk. Wir sehen uns, bis dahin, euch alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.